Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Diesmal auch die richtigen Survival Games. Auf dem Gummihd-Server. Ich glaube, hier hat man von Anfang an einen Spawn-Schutz. Ich weiß gar nicht, wo hier die Kisten spawnen am Anfang. Ich kenne mich die auf der Map gar nicht aus. Und du? Ich weiß auch nicht, welche Form die Kisten hier haben. Sind das nicht diese komischen Truhen? Oh ne, sind normale Truhen. Okay. Geil, ich habe ein Holzschwert. Und ich glaube, man hat am Anfang einen Spawn-Schutz. Ich habe es jetzt aber nicht versucht. Ich hätte natürlich auch einfach mal einen versauen können. Oh geil, ein Steinschwert. Und ein Heiltrank. Nett. Oh, jetzt habe ich gerade gegen Mikrofon gehauen. Das mache ich gerne mal. Gegen das Mikrofon hauen. Oh, TNT. Hä, wo sind denn die anderen alle? Hä? Okay, ich sag nix. Geilen. Eisenhelm. Hä, wo sind denn die anderen alle? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was verpasst? Falsche Richtung gelaufen oder so. Oh, geil. Ein Eisenschwert. Oh, wie OP ist das denn? Was ist das? Ein Heiltrank und noch ein Heiltrank. Schön. Habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Dass ich den Start verschlafen habe oder. Hä? Also, die töten sich alle. Ich sehe nicht einen Gegner. Geil. Also, wirklich toll. Das macht die Runde extrem spannend. Aber das gibt mir auch Zeit, mich auszurüsten. Ah, noch ein Eisenhelm. Schade, brauche ich nicht. Eine Brustrüstung wäre schön. Und vielleicht ein paar Levels. Na komm. Stirb doch einfach genau. Genau so. Oh, fuck. Dich habe ich nicht gesehen. Ah, fuck. Jetzt habe ich mich von hinten überraschen lassen. Oh, ich bin blöd, ne? Leute, ich bin wirklich doof. Slash ab. Gucken, ob ich direkt eine ranhängen kann. Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Oh, da komme ich aber rein. 60 Sekunden ist wie immer kein Problem, das zu überbrücken mit irgendeinem Schwachsinnsgelaber. Natürlich werde ich wieder rausgekickt. Da gehe ich halt in die andere rein. Ist auch 60 Sekunden. Das kann ich genauso mit einem Schwachsinnsgelaber überbrücken. Beim Gomadi-Server bin ich noch nie wirklich weit gekommen in den Survival Games. Also Ender Games ja öfter mal schon unter die letzten zwei, letzten drei. Ich sehe gar nichts. Aber beim Gomadi-Server auf das Survival Games, da habe ich irgendwie nie wirklich Glück. Also, da spiele ich lieber auf Multicube. Ich weiß nicht, ob die Gegner da leichter sind oder. Aber warum sollten die Gegner da leichter sein? Nicht Multicube, Mineplex. Mineplex. Mineplex? Multicube? Ich weiß gar nicht. Multicube ist, glaube ich, Syndicate Games. Und Mineplex ist Survival Games. So viele Server. Ich komme mit allen immer durcheinander. Ich warte auch immer noch darauf, dass Shotbow endlich das Thwain and Rouge freigibt. Für alle, aber das ist wahrscheinlich ein Traumdenken. Ich warte bis zum 1.8. Weil ab 1.8. ist ja dieses neue Regelungssystem für Premium. Und wenn ich da nichts Neues höre, dass ich das spielen kann, dann werde ich mir vielleicht wirklich ein Premium holen müssen, weil ich das unbedingt spielen möchte. Was war denn Rouge? Möchte ich wirklich unbedingt langsam spielen. Das ist so ein. Ich weiß nicht, habt ihr sicher alle schon mal gesehen bei Zombie. Oh, so ein Dungeon Crawler. Eine Goldschwert. Nett. Sehr nett. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein, 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 nein. Nö, okay. Ich gehe in die Richtung, das sieht schön aus. Ich habe ein Goldschwert, kann da zwar nicht viel mitmachen. Ich meine, ich kann mich ein bisschen verteidigen. Aber ist genauso gut wie ein. Oh, scheiße. Wie ein Holzschwert. Schon Schutzzeit vorbei? Eben gerade war die Schutzzeit aber länger. Oder? Und da sterben auch schon die ersten 1000 Spieler. Also, solange ich nicht der Erste bin, der stirbt, ist alles gut. Solange ist alles gut. Oha. Ist das eine riesige Map? Ich hatte eben gerade auch nicht wirklich Zeit, oder ich habe nicht dran gedacht, meine Splash Potion of Healing zu benutzen. Hätte ich natürlich auch machen können. Habe ich aber wirklich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich die auch noch habe. Vorne ist ein Spieler. Na komm schon. Ah, ich krieg dich schon. Jetzt habe ich dich. Bam, tot ist er. So, hier hat man leider ja keinen Kompass, genau.
Ich habe Knoten in der Zunge. Na, ist hier was drin? Oh, ein Helmchen. Das ist schön. Helm ist gut. Eine bessere Waffe wäre aber besser. Oh, da ist wieder eine Truhe. Oh, das war ein sehr intelligenter Sprung. Eleganter. Eleganter, intelligenter. Oh, noch mehr Waffen. Ein Bogen ohne Pfeile bringt mir auch nicht viel. Aber sieht gefährlich aus. Ja. Ich gehe mal da in die Hütte. Hier ist nämlich eine Truhe drin, die noch nicht geleert wurde. Sehr schön. Ich muss erstmal die Holzschwerter. Die haben 4 Angriff. Dann mache ich ein Holzschwert nach vorne. Ich glaube nämlich, dass so ein Goldschwert extrem schnell verbraucht ist. Und so ein Holzschwert halt nicht so schnell. Außerdem macht es keinen Unterschied, welche Waffe von beiden ich benutze. Hier hat man leider keinen Kompass. Ich hätte gerne irgendwie ein Anzeichen, wo der nächste Gegner ist. Das hätte mir auch eben gerade den Arsch gerettet. Da hätte sich der von hinten nicht anschleichen können in der letzten Runde. Beziehungsweise geschlichen ist er ja auch nicht. Der ist mir direkt in die Fresse gesprungen. Und hat sich dabei auch noch ziemlich dumm angestellt. Hier ist nichts drin. Oh, was ist das für ein scheiß Turm? So. Oh, da vorne ist eine Truhe. Das ist gut. Oh, ein Steinschwert. Geil. Auf 1. Also ausrüsten. Sehr schön. Bräuchte ich eigentlich noch ein paar Pfeile, ne? Pfeile habe ich noch nicht. Und vielleicht noch eine bessere Hose. Eine bessere Hose wäre auch nett. Ein Bild mit einer Truhe drauf, geil. Ich sehe keinen Gegner. Ich habe bis jetzt nur einen Unbewaffneten getötet. Oh, Kartoffeln. Schön. Schön, schön. Dum, da, dum, 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 da, dum. Ich möchte natürlich auch lieber Gegner haben, als hier so ohne alles rumzurennen. Dann sterbe ich lieber schnell und ehrenhaft, als hier so langweilig durch die Gegend zu tuckern. Ich habe nur leider keinen Dunst, wo hier die normalen Laufwege sind von den anderen Spielern. Oh, da will ich nicht runterhüpfen. Ah, da. So, darüber. Ich habe, glaube ich, gerade einen anderen Spieler gehört. Aber vielleicht irre ich mich auch. Hui. Geil. Was war das denn gerade? Oh. Ah, ein Eisenhelm. Schön. Und eine Eisenhose. Noch viel schöner. Ja. Ein Easter Egg. Cool. Ein Easter Egg. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich habe ein Steinschwert. Jetzt habe ich nicht mehr ganz so große Angst, aber eben gerade hatte ich auch ein Dierschwert, ja genau. Nee, ein Eisenschwert und habe trotzdem verkackt. Wie hier alles noch voll ist. Hä? Also irgendwas ist mit diesen Survival Games auf diesem Server nicht in Ordnung. Goodbye. Hä? Oh, da vorne kommt einer. Vorne kommt einer. Ich habe gar nichts an Pfeilen, ne? Aber ich kann ihn den Berg runterwerfen. Tschüss. Der hat ein Dia. Und einen Kompass. Hilft mir der Kompass irgendwas? Zeigt auf den nächsten Spieler. Naja, gut. Dann weiß ich wenigstens, dass irgendwo in der Richtung ein nächster Spieler ist. 4 verbleibende Spieler. Deathmatch beginnt auch gleich. Ich habe 9 Pfeile. Das ist schön. Habe ich wenigstens ein paar Pfeile, um mich zu verteidigen diesmal. Ah, da. Oh. Das ist nicht so schlau, was ich jetzt gerade hier mache. Ich gehe wieder zurück. Ich will doch jetzt nicht noch durch den Fallschaden sterben, das wäre geil. Falle ich kurz vor Finale noch runter. Dann will ich mir selber in den Arsch beißen. 30 Sekunden ist das Deathmatch. Schön. Vielleicht kriege ich den Gegner noch vorher, aber ich glaub's nicht. Ich denke mal, der wird da oben auf dem Boot sein. Oh ne, da oben ist er.
Ich hole erstmal den hier mit dem Schwert. Oh, fuck. Die haben beide Schwerter. Na komm. Na, scheiße, das Deathmatch beginnt. Na, schade. Aber ich habe wenigstens auch einen gekillt. Das Deathmatch beginnt. Gehe ich erstmal in die Richtung. Ich muss mich erstmal ein bisschen heilen, weil da habe ich natürlich jetzt unnötig viel. Oh, was ist das? Ich erwische den gar nicht. Na komm her. Gut. Oh, da ist einer tot. Einer von beiden ist tot. Das ist schön, dann kann ich den anderen jetzt versuchen, mir noch zu schnappen. Ah, schade. Ah, der war besser. Oder hatte... Ich will nichts unterstellen. Nein, ich sage nichts. Ich sage, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.